Zu unserem neuen Video. Aus Mantova. Wir sind schon unterwegs in Italien und haben die ersten 800 Kilometer hinter uns gebracht. Ja, die ersten Tage wollten wir gerne ohne Kamera verbringen. Ja. Aber ab heute nehmen wir euch mit. Es ist sehr heiß. Es ist mega heiß, hat die letzten zwei Tage heftig geregnet. Habt ihr vielleicht auch in den Nachrichten mitgekriegt. Südlich in Deutschland und in Südtirol. Also richtig krasse Unwetter. Deswegen ist es ein bisschen kühler wie die letzten Tage. Aber Leute, ich sag's euch, wir schwitzen. Eben war es noch wolkig, jetzt kommt die Sonne raus und es ist echt ultra heiß. Also falls ihr Lust habt, mit uns durch Mantova zu kommen, dann ja, macht es euch gemütlich und dann machen wir ein schönes, knackiges Video über Mantova. Ja, so sieht hier ein bewölkter Himmel aus. Eigentlich sollte es bis 17 Uhr völlig bewölkt sein. Und jetzt gehen wir bei der größten Hitze in die Stadt. Aber wir haben ein paar schöne Cafés gefunden und da gehen wir jetzt rein. Der Parkplatz hier kostet pro Stunde 1 Euro, oder? Ich habe jetzt 2 Euro, 3 Stunden. 2 Euro für 3 Stunden und er ist hier am Hafen in Mantova. Es gibt hier auch einen Campingplatz. Da kann man in der Hochsaison, die jetzt ja gerade im Juli ist, für 30 Euro 24 Stunden stehen. Aber ja, das wollten wir jetzt nicht hin. Wir fahren eh heute Abend weiter. Genau, weil wir dann eh weiterfahren. Ja, und jetzt sind wir halt hier, ne? Und so sieht es hier aus. Mantova, oder wie die Coolen auch sagen, Mantova ist eine mega faszinierende Stadt in der italienischen Region Lombardei. Südlich von Mailand ist Mantova umgeben von richtig krassen Flüssen wie Minizio und Po und hat sogar 3 künstliche Seen. Die Stadt ist der Hammer, hier geht's richtig ab mit Geschichte. Mantova war schon damals zu Etruskerzeiten am Start und hat sich im Laufe der Jahre zu einem richtigen Hotspot für Renaissancekunst und Architektur entwickelt. Die Paläste dort sind richtig Hammer und in der Altstadt geht's auch richtig ab. Das ist sogar ein UNESCO-Weltkulturerbe. Richtig krass, oder? Da kann man durch die engen Gassen ziehen und man checkt die Plätze ab und chillt vor historischen Gebäuden. Die Piazza della Erbe oder die Piazza Sordello sind richtig schöne Plätze. Dort kann man das Leben der Italiener beobachten und sich treiben lassen. Allerdings sollte man aufpassen, denn hin und wieder gibt's auch Urlaub. Und leider hat's unser Kaffee erwischt. Gibt's noch einen Kaffee hier? Es gibt bestimmt noch Cafés, aber mal gucken, ob wir noch einen Speciality-Coffee finden. Gibt's noch eins, hat aber auch geschlossen. Was ist denn heute los? Hast du schon mal von der italienischen Siesta gehört? Das ist der Moment, wo in Italien alles einfach chillt und sich eine Auszeit gönnt. Die Italiener wissen eben, wie man das Leben genießt. Und die Siesta ist ein wichtiger Teil davon. Also, das geht so. Zwischen 13 und 16 Uhr machen die meisten Geschäfte, Büros und sogar manche Schulen dicht. Es ist wie eine Pause im Tagesablauf, wo sich alle entspannen und neue Energie tanken können. Und ehrlich gesagt ist das eine ziemlich coole Sache, aber für uns als Reisende manchmal auch ein bisschen anstrengend. Wenn Siesta herrscht, ist in den Städten oft eine ruhige Atmosphäre. Und ja, wie gesagt, die Straßen sind nicht so voll und die meisten Leute treffen sich mit Freunden in Cafés oder chillen einfach zu Hause und machen einen Powernap. Der Markt, auf den wir gehen wollten, findet jeden Donnerstag von 8 bis 13 Uhr statt. Und zwar auf der Piazza Sordello. Ja, hier war vorhin wahrscheinlich Markt und ich habe nochmal geguckt, ob ich was finde. Aber den haben wir jetzt gerade verpasst. Ich suche nämlich noch einen Rock. Wir sind nämlich auf einer Tauchfühner-Pudin eingeladen. Deswegen sind wir auch bei der Hitze unterwegs nach Italien. Ich glaube, wir hätten uns sonst eine andere Jahreszeit ausgesucht. Aber genau, da ist die Tauchfühner meiner Cousine und dann haben wir noch mit meinen Eltern ein Haus gemietet und da werden wir nochmal 9 Tage dann gemeinsam Urlaub machen. Also haben wir uns an die Regel gehalten, wenn du in Italien bist, verhalte dich wie ein Italiener. Angesichts der immer steigenden Temperaturen, auch bei uns in Deutschland, wie findest du die Idee einer Siesta in Deutschland? Findest du das eher gut oder eher schlecht? Schreib's uns doch mal in die Kommentare. Also Spezialitäten, Cafés haben wir keine gefunden. Dafür essen. Trinken wir eine Caffè Crema. Sieht ja interessant aus. Okay. Ist das eigentlich wie Eis mit Kaffeegeschmack oder was? Probier mal.
Ich habe das schon ganz lange her mal getrunken. Geschleckt. Pause im Schatten hat richtig gut getan. Ja, wir sind halt aber wieder in der Mittagspause da. Alles hat zu und es ist alles ein bisschen leer. Einerseits cool, aber andererseits finde ich, fehlt dann so ein bisschen diese Atmosphäre oder dieser Flair, was so eine Stadt dann halt eigentlich ja, mit sich bringt, finde ich so abends. Wenn die Leute dann erstmal alle rauskommen und draußen sind, hat das natürlich ein ganz anderes Leben. Deswegen ist es immer ein bisschen schade, dass man das verpasst. Wenn man das halt mitkriegen möchte, dann muss man halt hier irgendwo in der Stadt schlafen, was auch mal okay ist. Aber wir bevorzugen natürlich immer die Plätze in der Natur und dann müssen wir weiterfahren, damit wir nicht zu spät im Dunkeln ankommen. Aber vielleicht müssen wir es so einplanen, dass man halt mal auch nachmittags in so eine Stadt geht und dann irgendwo in so einem auf so einem Stadtparkplatz schläft. Genau, wir fahren jetzt weiter. In der Zeit, bis wir da sind, gibt es ein bisschen Werbung für euch. Ja, wir haben vor ein paar Tagen Post bekommen. Schauen wir mal, was drin ist. Aha. Leute, es ist Lithium-Time. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen über Strom sprechen. Und zwar wisst ihr, dass wenn wir autark stehen wollen, so eine Batterie super wichtig ist. Denn ihr kennt uns, wir stehen ganz gerne ein bisschen frei. Und früher hatten wir eine AGM-Batterie und die konnten wir nur zu 50% nutzen. Und bei so einer Lithium-Batterie wie hier von Lithium-Time, die können wir bis zu 10% entladen. Also 90% der 200 Ampere, die hier gegeben sind, können wir auch nutzen. Damit sind wir die ganze Zeit autark unterwegs. Jo, und wenn dann so eine Batterie verbaut ist, ja, dann können wir solche Sachen benutzen wie eine Wasserpumpe und Licht und unsere Eiswürfelmaschine und Ventilatoren und unseren Kühlschrank und die Standheizung, die wir haben und alles andere, was wir auch noch benutzen, Dampfglätteisen, das funktioniert alles wunderbar mit so einer Lithium-Batterie. Und Lithium-Time stellt richtig solide Batterien her zu einem günstigen Preis. Falls ihr mehr darüber wissen wollt, schaut doch einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Und ich würde mal sagen, wir machen uns jetzt mal einen gemütlichen Cocktail oder vielleicht sogar einen Eiskaffee mit unserer Eiswürfelmaschine. Alter, wie steil ist denn das hier? Das sieht man bei Google Maps halt nicht, ne? Mhm. Wir haben uns jetzt entschieden, doch nicht am Fluss zu schlafen, weil es war ziemlich grau. Das ganze Wasser war ja durch die Stürme der letzten Tage sehr verdreckt. Und es waren ziemlich viele Mücken da, es waren so viele Schlammlöcher da. Deswegen haben wir gesagt, lass mal hoch in die Berge fahren, hier gibt es auch einen schönen Stellplatz. Und tatsächlich, schaut mal, wo wir gelandet sind. Guck mal, Schatz. Schon abgefahren, krass, oder? Gerade eben waren wir noch da unten, wo die Häuser sind. Jetzt haben wir mal geschätzt, wie hoch das hier ist. Also ich habe der Melli gesagt, das wären 200 Meter. Was glaubst du, Schatz, wie hoch sind wir jetzt gefahren? Oh. Das sind bestimmt schon 500 Meter, oder? Hey, du bist voll gut. Das sind 480 Meter laut meiner App. Okay, jetzt lass mal gucken, wo wir uns hinstellen. Also man hat hier eine wunderschöne Aussicht aufs Apenningebirge. Und hier oben ist es ein bisschen kälter. Wir brauchen keinen Fluss. Wir haben selbst eine Dusche dabei. Und jetzt suchen wir uns einen schönen Platz mal hier aus. Passt? Können wir so bleiben? Passt, können wir so bleiben. Okay. Jo, haben wir einen richtig schönen Stellplatz gefunden. Es war ein bisschen schwierig, hier eine gerade Stelle zu finden, weil die einzige, das ist auch die bei Park4Night markiert ist, da steht schon jemand. Da stellen wir uns natürlich nicht direkt hinten dran, sondern haben ein bisschen was gesucht und dann auch gefunden. Schaut mal. Ist das nicht ein Traum? Ja, wer hätte gedacht, dass wir heute noch mal frieren? Oh nein, da war schon einer. Uiuiuiuiuiui. Die ist ganz schön heiß. Guck mal, da ist auch irgendwas auf der Kamera drauf. Das ist total dreckig. Halleluja. Ja, wir mussten uns jetzt was überlegen, weil wir haben jetzt morgens um 9 und es ist schon richtig knallerheiß. Aber klar, wir stehen auch direkt in der Sonne. Haben jetzt hier einen schönen warmen Kaffee getrunken. Das ist auch eigentlich das Einzige, was wir gerade warm trinken oder warm auch essen. Ansonsten gibt es immer nur Brot und Salat.
Also ja, wir kochen kaum, aber das ist auch okay so. Ja. Und ja, wir haben schon ein bisschen einen Plan geschmiedet, wie wir die nächsten Tage weitermachen bei der Hitze. Wir sind jetzt gerade auf Höhe von Bologna und wir wollen bis runter nach Lecce. Und haben gestern gelesen, dass Italien von einer zweiten und dritten Hitzewelle gerade erfasst wird und es teilweise unten im Süden bis zu 48 Grad werden kann. Also hoffen wir natürlich, dass wir ja nicht da fahren müssen. Und deswegen haben wir uns was überlegt. Aber bevor wir euch das erzählen, wie unsere Hitzestrategie ist, fahren wir hier gerade mal runter. Da, wo ihr vorhin vielleicht beim Drohnenflug gesehen habt, wo die ganzen Camper stehen, da ist in der Nähe ist ein Parkplatz und da gibt es Schatten und da müssen wir erstmal hin. Weil Schatten brauchen wir. Genau. Ach so, by the way, könnt ihr euch erinnern, wie das Auto noch gestartet hat vor wenigen Wochen? Das hat immer so ein bisschen gebraucht und zwar immer so ein bisschen spannend, ob das Auto anspringt. Und jetzt schaut mal, wie es jetzt anspringt. Zack, da ist so ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das Auto springt innerhalb von 2 Sekunden an und nicht mehr 10. Ein Versuch reicht und das Auto ist direkt da. Das ist richtig gut. So viel nochmal zum Thema Werkstatt. Holst du die Keile rein? Ja. Soll ich hier drin oder soll ich dich drehen? Soll ich lieber draußen bleiben? Oder meinst du, das klappt ja, alles? Ja, die Pflanzen, die leiden halt auch ein bisschen. Und wir sind so auch ans Auto gebunden, würde ich mal sagen. Also wir können das Auto jetzt nicht einfach irgendwo abstellen und uns dann in so ein Einkaufszentrum, was klimatisiert ist, dann verpieseln. Das funktioniert nicht. Wir müssen, weil wenn wir zurückkommen und man im Auto dann 60 Grad hat, ist das natürlich nicht angenehm, weil das kriegst du halt auch schwer raus. Und deswegen haben wir uns halt einfach überlegt, jetzt den ganzen Tag über irgendwo im Schatten zu stehen und dann halt spät abends bzw. früh morgens zu fahren und halt so die krasse Sonne zu meiden. Das haben wir eigentlich schon von vornherein uns überlegt, aber es klappt halt nicht immer so. Wir sind halt nicht so die Frühaufsteher. Also ja, morgens macht um aber 5 klingelt jeden Tag der Wecker, aber ja genau, wir sind halt so müde. Die Hitze macht irgendwie müde. Abends kommen wir auch nicht so früh ins Bett, weil es halt einfach so warm ist. Ja genau, und dann pennen wir halt erst irgendwie um 11, halb 12 so richtig fertig ein und dann, ja, die letzten paar Nächte hat es auch geregnet und deswegen ja, sind wir da morgens nicht so ganz fit gewesen. Aber jetzt stehen wir hier, hier gibt es Mülltonnen, haben wir Müll weggeschmissen und dann da vorne ist dann ja, noch ein paar andere Camper. Hier ist nämlich irgendwie ein Fest oder sowas gewesen. Gestern war noch bis spät in die Nacht Musik. Und das heißt, oh, haben sie jetzt weggemacht, das Schild. Also, ja, vielleicht vorbei. Ist vorbei, es war gestern irgendwas. Deswegen ist da extra so eine Abteilung für die Camper von diesem Festival oder was auch immer das ist. Wir laufen jetzt mal hin und gucken uns das mal an, ne? Ja, des Weiteren können wir zur Strategie einfach nur noch mal sagen, wir haben natürlich noch ein bisschen mehr Ideen. Kalte Handtücher hat uns jemand einen Tipp gegeben. Genau. Also nasse Handtücher in den Kühlschrank. Und dann halt und dann den Nacken legen. Wenn wir fahren. Oder ich habe es auch auf Nusa gelegt. Das war auch ganz gut. Für Nusa haben wir auch eine Kühlmatte. Das tut dir auch ganz gut. Dann halt viel kalt trinken. Obwohl viele sagen, das ist nicht so gut. Aber ich kann halt nichts Warmes trinken bei der Hitze. Schatten. Frühmorgens oder abends fahren. Ja, und wir noch für Tipps. Wir versuchen die ganzen Gassigänge halt auch wirklich ja, in die Frühstunden oder in die Abendstunden zu legen. Ja, ansonsten haben wir halt nicht viele Tipps. Wir haben keine Klimaanlage, das wäre halt Gold wert, weil wir produzieren so viel Strom, dass wir auf jeden Fall eine Klimaanlage betreiben könnten über Strom. Aber die sind halt schweineteuer und ja, der Einbau, das hat sich jetzt für uns jetzt bei dem Auto zumindest nicht rentiert, aber beim nächsten Van würden wir das auf jeden Fall machen. Ja, an alle Hitzegeplagten, das ist übrigens der Platz, an dem wir stehen, falls jemand anderes auch Schutz vor Hitze sucht. Hier auf 500 Meter Höhe geht ein kühles Lüftchen, aber die Sonne sollten wir trotzdem meiden, weil da ist es richtig heiß. Ach, ist das schön, wenn die Nachbarn Markise haben und die Sonne so tief steht, dass man auch was davon abkriegt.
Ja, wir sind jetzt hier angekommen auf unserem Stellplatz. Vielleicht kennt ihr den noch vom letzten Jahr. Man erkennt es jetzt gerade nicht so gut, aber hinter uns ist San Marino. Also wir blicken direkt auf den Berg Titano. Und jetzt ist, glaube ich, 10:30 und jetzt kommt so langsam der Hunger. Wir machen uns Tortelloni mit Salbei-Butter und Zitrone. Salbei aus dem eigenen Van. Ja, und ansonsten war es das heute. Das war ein ganz schön anstrengender Tag, obwohl wir eigentlich nicht viel gemacht haben, außer mit Nusa spazieren gehen und gearbeitet am Laptop. Aber ich sag's euch, wenn die Sonne so auf den Van ballert, hat nicht so gut geklappt, Schatz, mit unserer Strategie, im Schatten stehen zu bleiben, ne? Nee, wir mussten richtig die Hitze aussetzen. Sitzen. Ja, wir standen richtig in der Sonne und ich merke richtig, wie mein Kopf brummt. Aber wir sind gut angekommen und das ist alles, was zählt für heute, würde ich sagen. Morgen treffen wir die Designerin von unserem E-Book. Wir sind nämlich ganz in der Nähe von Urbino. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ich habe jetzt Hunger und danach geht's ins Bett. Tschüss. Angekommen. Also der Stellplatz, auf dem wir wollten, da haben wir leider nicht runtergepasst. Da waren die Bäume ein bisschen zu niedrig. Da hätten wir aber auch Vollschatten gehabt. Und dann haben wir uns jetzt einfach hier an die an so eine Bucht gestellt, an der Seitenstraße, um jetzt hier erstmal die nächsten Stunden im Schatten zu stehen. Ja, so ist das halt auch manchmal mit dem Van ohne Klimaanlage. Es gehört halt auch einfach dazu. Aktuell sind wir gerade einfach nur am Fahren und am Flüchten vor der Sonne. Und die besten Zeiten sind halt irgendwie so abends ab 9 Uhr bis morgens um 9. Aber davon schlafen wir auch 10 Stunden oder 8 Stunden. So, jetzt machen wir uns was Kleines zum Essen und dann gehen wir mal nochmal ein bisschen an die Laptops und werden die Zeit irgendwie verbringen, bis wir uns dann am Nachmittag in Urbino mit der Emma treffen. Mittagspause hier war richtig, richtig gut. Also ich habe mich einmal geschwitzt. Hier am Waldrand kommt immer wieder so ein richtig schönes Lüftchen. Ah, Nusa, hey! Zurück, rein! Nusa, hey! Rein! Fein, nicht einfach rausspringen. Und jetzt sind wir ready fürs Schwitzen wieder, denn es geht nach Urbino. Da gehen wir jetzt Eis essen. Hast du schon gesagt, was wir da machen? Ja, Eis essen mit Emma. Genau. Da gehen wir jetzt hin. Jetzt gerade mal so pünktlich an. Ja. Ja, wir sind jetzt da. Wir haben einen Parkplatz direkt in der Stadt gefunden und der ist sogar kostenlos. Nur Samstag hat der bis um 17 Uhr, kann ich glaube ich hier nicht parken, weil Markt ist. Aber jetzt ist der Markt vorbei, also können wir jetzt hier parken. Jetzt gibt's lecker Eis. Juhu! Schon ein bisschen heißer jetzt, ne? Ja, man merkt schon. Bye. Man merkt schon. So, schaut mal, wer genau neben uns geparkt hat. Was? Neben uns? Das ist Emma. Das ist die Designerin von unserem E-Book. Und falls ihr wissen wollt, wie das da drin ausschaut, dann schaut doch gerne auf unserer Webseite vorbei. Das gibt es aktuell einfach nur als E-Book, aber es kommt auch demnächst eine gedruckte Variante raus. Da hat Emma nämlich auch ganz fleißig mitgearbeitet. Und das funktioniert, obwohl Emma Italienerin ist und nicht Deutscher, aber wir sprechen auf Englisch und dann hat alles gut geklappt. Gell?
Gut. Siehst du? Wir verstehen uns einfach. Und jetzt sind wir in Urbino. Wir waren letztes Jahr auch schon zweimal hier und es ist einfach eine richtig schöne Stadt. Also wer es noch nicht auf dem Zettel hat, unbedingt mal herkommen. Das war's mit dem Video. Das war's. Wir sind hier an einem richtig schönen Platz gelandet, wo wir auch letztes Jahr schon mal waren. Ist voll gut, wenn man schon so ein paar Plätze kennt. Ja, die Kirche hat uns letztes Jahr vor einem riesengroßen Unwetter hier geschützt. Genau. Woanders ging die Welt unter und hier war hier alles in Ordnung. Ja. Ne? Genau. Ja, wir hoffen, ihr habt das Video genossen und habt nicht so dolle geschwitzt wie wir. Aber heute war relativ angenehm. Also heute war es echt super, muss ich sagen. Es war zwar warm dann in Urbino, aber der schattige Platz war echt. Ja, unsere Hitzestrategie ist heute voll aufgegangen. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin macht's gut. Haltet euch kühl und ich mache was zu essen. Tschüss. Luca. Kurzer Hinweis noch, falls ihr mehr über Italien wissen wollt, wir waren letztes Jahr auch schon mal in der Region, dann schaut euch gerne die alten Videos an, da zeigen wir nämlich Urbino und viele andere Städte nochmal genau, viel mehr über im Detail. Die Marken geht das. Genau, schaut gerne mal in den Kanal vorbei. Tschüss!